Vielen Dank. Ja, wenn es schon diese Entscheidung um ein Tor hin oder her gibt, dann insgesamt denke ich, dass sie für uns nicht unverdient war heute. Ich denke, wir haben das hier gut runtergespielt bis irgendwann mal im zweiten Drittel. Da unsererseits ein paar fragwürdige Strafzeiten. Das Momentum dann auf Düsseldorfer Seite war, das auch logisch ist, aber nicht nur das. Wir haben da wieder einmal ein bisschen softe Turnovers fabriziert und haben der DG oder ein bisschen in die Karten gespielt. Und so dass letztendlich das Gute daran ist, wir waren in der Lage, dann in den letzten 20 Minuten uns wieder so einigermaßen wieder zu setzen und haben ein vernünftiges letztes Drittel gespielt. Und ich denke, das ist zwar ein Schussverhältnis, Chancen, das ist immer was für die Statistik, aber ich denke, letztendlich geht es so in Ordnung. Erstmal bitte gratuliere zum Sieg und die Kölner Haien. Ich muss sagen, vom Anfang an, vor allem im ersten Drittel, war Köln besser, aggressiver, gerade hungriger. Wenn wir sehen, im ersten Drittel hatten wir nur 3 Schüsse aufs Tor. Da haben wir dann über geredet. Im zweiten Drittel ist es ein bisschen besser geworden. Und dann vor allem, wo wir die Möglichkeit gehabt haben, in Überzahl das Unterschied zu bringen, haben wir nicht gemacht. Das war auch irgendwo ein Knackpunkt im zweiten Drittel. Und am Ende können wir froh sein mit der einen Punkt, das wir geholt haben. Aber im Ganzen war es von unserer Seite ein bisschen zu wenig. Wir wollten Druck machen, aber die Verteidiger, da waren wir zu spät. Und am Ende sind wir natürlich froh mit einem Punkt. Aber es war ein Teil von uns als Mannschaft zu wenig heute. Aber gut, Kopf hoch, wir gucken nach vorne und wir haben die nächste am Dienstag.